Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unseren neuen Quests. Einmal habe ich hier den Feldversuch Gnom-Korda angenommen gehabt. Begebt euch ins Steinkrankengebiet und geht den Steinkrankenpass Richtung Süden entlang, bis ihr die große Goblin-Bohrmaschine findet. Das habe ich gemacht, den können wir jetzt abgeben. Und dann hat er sich hier gemeldet, dieser Xack-Xack. Der Gnom-Korda knistert und kracht. Könnt ihr mich hören, Alexiel? Ihr ist Professor Xack-Xack. Plopp. Knister perfekt mit der Gnomenkordär. Ich kann dirigieren euch in die Steinkrallengebirge ohne zu müssen in die Gefahr. Jetzt zu nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Ihr erhaltet den folgenden Effekt, ihr bekommt außerdem Erfahrung und so weiter. Okay. Dieses Verbrenner von die Orks haben schlimme Waffen, um zu brennen. Die Wald nieder. Ihr müsst die töten und nehmen die Flammenwerfer. Wenn ihr aber die Flammenwerfer, ihr müsst suchen nach Vorräte von den Kriegshymnen-Clan und benutzt die Flammenwerfer für abzufackeln. Verbrennt sie alle und ich werde euch belohnen. Ja, die Gnomenkorder kann transportieren Dinge. Wartet, hört ihr das? Ich glaube, ein Ork ist in der Nähe. Vorsicht! Okay, da müssen wir aufpassen. Boom, Baby, Burn, Baby, Burn. Nicht bumm. So, hier sind wir auch schon bei der nächsten, das ist Schildwache Heliana. Das sollen wir auch machen. Schönen guten Tag. Guten Tag, Schleise, lasst unsere Tarnung noch auffliegen. Alles klärchen. Ich schnurle. Jetzt, da ihr euch um die Verbrennen von Knomgar gekümmert habt, kann der Wald vielleicht wieder nachwachsen. Allein die Zeit kann die Wunden heilen, die die Horde hinterlassen hat. Die Göttin schütze euch. Okay, das haben wir abgegeben. Wart ihr kürzlich im Eschental? Wie läuft das dort? Wohl. Oh, ganz gut, nee. Das andere habe ich natürlich auch gemacht mit den, Typen mit dem Flammenwerfern auf dem Rücken. War tatsächlich so, dass wir halt stark genug sind, dass wir die so einfach fertig machen konnten. Sonst hätte man die immer so blöd umkreisen müssen, weil die immer einen halt versuchen dann zu verbrennen. Aber das war jetzt nicht so schwer für mich. So, wir schwingen uns wieder drauf, denn da vorne haben wir auch noch den anderen Quest abzugeben. Beziehungsweise auch noch was zu erledigen. Aber beides ist in die Richtung, von daher laufen wir richtig. So. Da sind die Vorräte. Da sind die auch schon wieder. Da ist einer von den Typen. Die haben wir jetzt aber schon genug erledigt gehabt. Und brauchen keine Sorge mehr haben. Jetzt haben wir selber so einen Flammenwerfer auf dem Rücken und machen natürlich die Vorräte platt. Können wir das ich mal machen? Kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Warum nicht? Wieso, was muss ich denn machen dafür? Ich soll doch die Vorräte machen, oder nicht? Hm? Ich muss näher. Wenn ich die Vorräte des kriegst du nun. Ja, möchte ich gerne machen. So. Ist noch nicht bereit. Warum nicht? Bin ich bekloppt? Muss ich das hier machen? Nutzen, finde ich die Vorräte des Kriegssündenclans. Ja. Würde ich gerne machen. Oh, hier haben wir eine Vorlage. Neu. Ist eigentlich nicht das, was ich wollte, aber okay. Ich möchte den Flammenwerfer benutzen können. Du doofes Spiel. Lädt immer noch auf. Ja, aber muss ich dann hier da oben den... Kann ich das jetzt machen bei dem? Mach die Vorräte kaputt. Oder muss ich das irgendwie hier machen oder so? War das noch nicht ich gut? Ich habe kein Ziel. Menno. Ist noch nicht bereit. Ist es wohl. Es will nur nicht brennen. Und ich frage mich, warum. Und ich werde es herausbekommen. Vielleicht backt mein Spiel auch gerade so ein bisschen oder so? Ich bin verwirrt. Hä? Vorräte des Kriegsunklan angezündet. Von einem. Ich benutze die 8 Vorräte. Ja. Hm. Bla bla. Verbrennt. Sie alle nicht, werde ich belohnen. Ja. 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 Hä? Jetzt aber. Ach, ich muss vielleicht ganz nah dran. Keine Ahnung. Aber jetzt geht's auf einmal. Und wenn ich weiter weg bin, geht's dann nicht? Ich kann diesen Gegenstand. Ich muss ganz nah dran. Okay. Das ist das Problem. Alles klärchen. Dann gehen wir ganz nah dran. Hauptsache, ich weiß, was ich tun soll. Sonst bin ich ja verwirrt. Ist ja klar.
Wir brennen eure Vorräte nieder. Das findet ihr wahrscheinlich gar nicht toll. Ja, komm. Du kannst auch draufgehen. Ihr könnt alle draufgehen. Ich kann ja dieses Ziel nicht angreifen. Das tut mir jetzt nicht leid, dass ihr alle gestorben seid. Ihr wolltet das ja so. Ihr, die hier einfach in den Wald reinplatzt und so meint, immer alles niederzubrennen hier. Brenne ich euch nieder. Mit meinem Flammenwerfer. Cool, wie wir sind. Fünf von acht. Wir umgehen den Schurken. Sechs von acht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So, den auch noch eben. Sieben von acht. Nicht, dass hier noch zig andere Kisten stehen mit Vorräten. Aber habt ihr einfach mal acht weniger. Oh, kommt ihr gar nicht über die Runden. Mm-mm. So, da meldet er sich. Gnomen Korda summt laut. Wunderbar, wie versprochen, Wallach. Hier ist die Belohnung für euch. Jetzt ist aber eine Neuigkeit, die ihr könntet finden, interessant. Wir haben entdeckt die Ort von die große Goblin-Bomb, die ihr habt gefunden in der Silberwind-Zuflucht. Ihr euch erinnert an Burg? Die Gnomen, die ihr habt gerettet von die Orkwagen, er und Minx, haben gefunden die Bomb in die Scherwindmine. Ihr müsst gehen dort in die Tut de Suite. Sofort, Elixiel, sie werden warten auf euch. Sprecht mit Burg, dem Zahnradflüsterer an der Scherwindmine im Steinkrallengebirge. Oh ja, da wir die Bombe entdeckt haben, wollen wir natürlich jetzt auch, dass die sich darum kümmern. Ja. Flammenwerfer brauche ich eigentlich nicht mehr, Leute. Nur, dass ihr es wisst. Aber okay, ich behalte ihn einfach auf. Ist okay. Ja. Dann haben wir jetzt eben noch weiter einen Flammenwerfer auf dem Rücken. Ist in Ordnung. Wozu auch immer wir den brauchen. So, Dille, da vorne ist es schon. Den Flammenwerfer-Quest wollte ich euch nicht vorenthalten. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Wollte ich nur gesagt haben. So. Mein Freund. Oh, mein Vieh nervt mich hier gerade. So. Schön, euch wiederzusehen, Alexiel. Danke für die Rettung in Eschental. Sehr schade um die ganzen Gnome, die wir verloren haben. Seid ihr bereit, an die Arbeit zu gehen? Burg zeigt auf die Bombe. Ja, klar. Zieht euren Kopf an, Alexiel. Wir wollen keine ungebetene Aufmerksamkeit auf uns lenken. Anscheinend beladen die Orks den Ballon mit irgendeinem Erz aus der Mine. Geht dort hinein und nehmt den Ork das Erz weg. Bringt mir alles, das ihr tragen könnt, und ich werde es zur Untersuchung zum Professor schicken. Bevor ihr geht, noch ein Ratschlag. Ihr könnt die Krumgar leicht umgehen, weil sie erstens dumm wie Bohnenstroh sind und zweitens nichts sehen können, wenn sie Erz tragen. Natürlich müsst ihr sie töten, um an das Erz zu kommen. Wohl an, denn ich bin geehrt. Die Horde hat die Scherwindmine eingenommen. Ich bin nicht sicher, was diese Orks hier herausschleppen oder warum sie hier sind, aber ich weiß, das kann nichts Gutes bedeuten. Geht dort hinein und schaltet die Führung aus. Ohne die Goblin-Aufseher werden diese Peons nicht noch nutzloser sein. Während ihr dort drin seid, haltet die Augen offen, ob ihr noch weitere Informationen findet, was die Horde dort in den Minen treibt. Viel Glück. Seid vorsichtig. Ja, okay. Dann, ja, werden wir die mal säubern. Hier ist der merkwürdige Ballon, um den es geht. Ja, schon wieder so ein Bombenballon. Wenn wir die jetzt töten, dann kriegen wir was? Oder nicht? Nö. Dann kriegen wir nix. Ich glaube, wir sollen jetzt hier erstmal in die Mine reingehen. Ah, okay. Da sind die, die wir töten sollen. Alles klärchen. Okay, die anderen lassen wir in Ruhe, die einfach nur an uns vorbeilatschen. Die tun ja anscheinend nichts. So wie er gesagt hat. Fünf von sechs. Sechs von sechs. Prima. So, azurblaues Eisenerz. Können wir das von denen jetzt einsammeln, ja? Okay, also müssen wir die ja doch killen. Aber man kann an ihnen auch einfach vorbeigehen, wenn man will.
Hier, blöder Aufseher. Du kriegst auch nichts mit. Wir sammeln jetzt von denen. Das geht ja sehr schnell hier gerade. Wobei ich mache mal einen Cut, dann sind wir noch schneller. Bis gleich. So, ich habe das ganze Erzzeug eingesammelt und schon sind wir wieder bei der Schildwache Heliana. Gute Arbeit, ich könnte ihre schrillen Schreie von hier aus hören. Ihr habt den ganzen Ort auf den Kopf gestellt. Habt ihr noch weitere Informationen über die Vorgänge in der Mine gefunden? Ja, haben wir. Wir haben einen unleserlichen Brief da drinnen gefunden. Bringt den unleserlichen Obgriff zur Burg, den Zahnradflüstiger, an der Sherwindmine im Steinkrallengebirge. Ihr habt ein Pergament mit einem beeindruckenden Hordensiegel drauf gefunden. Leider ist der Rest des Dokuments vollkommen unverständlich, weil es auf Orkisch ist. Bringt den Brief zur Burg, vielleicht weiß er etwas damit anzufangen. Seid gegrüßt! Leise und so, ja. Bringt mir Erzproben. Habe ich hier. Ich hoffe, dass euch nicht zu viel Mühe bereitet. Mit diesen Proben sollten wir in der Lage sein, herauszufinden, was sie mit dem Erz und dem großen Bombe vorhaben. Was habt ihr da für mich? Burg nimmt euch den Brief ab und studiert ihn. Interessant. Burg riecht an dem Pergament. Beunruhigend. Burg faltet das Papier auf der Hälfte und schaut euch an. Ich verstehe absolut gar nichts von dem, was da geschrieben steht. Wenn es überhaupt geschrieben ist, könnte auch Klopapier sein. Riecht auf jeden Fall so. Die gute Nachricht ist, dass Minx fließend Orkisch spricht und sie ist in der Nähe. Geht zurück in die Mine und findet sie. Sie ist wahrscheinlich etwas tiefer in der Mine und steht nutzlos herum. Vergesst das Pergament nicht. Bringt den unleserlichen Orkbrief zu Minx in der Sherwindmine im Steinkrallengebirge. Hinfort. Ja, okay, klar, kein Problem. Also noch tiefer rein, so wie es ausschaut. Huch, wo laufe ich denn hier gerade lang? Ich Dummerchen. Hier können wir noch ein bisschen rumbauen. Wir sehen uns natürlich gleich wieder, wenn ich tiefer in der Mine bin. Das müssen wir jetzt nicht umständlich hier aufnehmen, wie ich mich hier wieder verirre. Bis gleich. Jawohl, da ist Minx. Hey. Was habt ihr da für mich? Minx nimmt euch den Brief ab und studiert ihn. Oha, Minx riecht an dem Pergament. Ist ja widerlich. Minx faltet das Papier auf der Hälfte und schaut euch an. Die gute Nachricht ist... Och, immer diese blöden Gnome, die hier nerven. Minx riecht an dem Pergament. Ist ja widerlich. Minx faltet das Papier. Die gute Nachricht ist, es ist kein Klopapier. Die schlechte Nachricht ist, dass die Tinte auf diesem Papier eine Mischung aus Kododung und Blut ist. Kododung und Blut ist und das ist noch nicht das Schlimmste. Bei dem Brief handelt es sich um Befehle der Horden-Oberkommandos. Jemand mit Namen Oberanführer Kromge hat angeordnet, dass diese Mine ausgeräumt werden soll, um einen Splitter von etwas zu erhalten, das Azurblaues Eiserz heißt. Wahrscheinlich erhält man dieses Splitter, wenn man das Erz abbaut. Es wird noch schlimmer. Sie haben vor, diesen azurblauen Splitter mit Sprengstoffen in der riesigen Bombe zu vermischen und dann die Sherwin-Feste in die Luft zu jagen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, Alexiel. Nehmt diese Übersetzung des Briefs und kehrt zu Burg zurück. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Okay. Alles klärchen. Was ist das hier? Warum kann man hier noch weiter rein? Einfach nur so? Okay. Es war hier so blau und hell und die Sonne durchflutete hier die Mine und... Ja, okay. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder bei Burg. Es ist mir eine Ehre. Nun, was steht da? Schweißperlen laufen Burg über die viel zu große Stirn, während er den übersetzten Brief liest. Das ist übel, richtig, richtig übel. Ihr müsst Lord Brachweier in der Sherwin-Feste fahren. Was zur... Er bewegt sich, der Goblin-Ballon, heb ab, wir kommen zu spät. Was? Echt jetzt? Bewegt er sich wirklich? Okay. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Alexia. Ihr müsst diesen Heißluftballon beschlagnahmen und aufhalten. Wie? Keine Ahnung. Wir haben keine Zeit, uns Details zu streiten. Schnappt euch die Strickleiter und klettert hinauf. Dann prügelt einfach auf alles ein, wenn ihr darin seid. Wenn ihr den Ballon irgendwie anhalten könnt. Ja, okay. Wenn ihr den Ballon irgendwie anhalten könnt und überlebt, meldet euch bei Lord Brachweier in der Sherwin-Fest im Westen. Viel Glück. Wir alle zählen auf euch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich muss um mein Leben rennen. Okay. Sehr gut. Alles klar. Ballon und so. Strickleiter. Geh mal weg da. Yeah. So, und jetzt? Auf alles einfach einprügeln, wurde uns gesagt. Ich habe keine Fehlfunktion. Oh nein. Ach so. Ist das gut für uns? Oder schlecht für uns? Wir sind da irgendwo. Das ist aber voll witzig hier irgendwie auf dem Ballon. Direkt mal. Ah, jetzt können wir runter. Hey! So. Schön. Nicht autorisierte Passagiere werden ausgeworfen. Ja. Ist ja auch gut so. Wir wollten ja auch keine Flugstunde nehmen. Und jetzt geht es zurück
Hier ist die Scherwenklippe. Direkt hier durch die Meute einfach reiten. Was soll's. Ja, das hat doch ganz gut geklappt hier mit der Mine und so. Alles Wunderbärchen. Klärchen. So, jetzt sind wir auch schon in der Nähe von da, wo wir hin sollen. Beschlagnahmt den Ballon. Scherwenfeste. Schön. Hier sind wir bestimmt richtig. Das sieht doch gut aus. So, da vorne ist auch sogar ein Flugpunkt, den wir noch nicht haben. Da oben, da oben. Geh da hin. Geh da hin. Ich bin geehrt. Ah, wo sind wir denn jetzt? Scherwin Festung, Steinkrallengebirge. Okay. Die Göttin schütze euch. Prima, prima, Ballerina. Genau, hier möchte ich hinreiten. Hallo, Lord Brachweier. Unglaubliche Geschichte, meine Liebe. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich euch nicht glauben. Ihr habt dem Ballon so viel Schaden zugefügt, dass ihr diese Unholde zum Rückzug gezwungen habt. Leider ist die Bedrohung noch längst nicht abgewendet. Wir haben den Angriff nur hinausgezögert. Es gibt noch viel zu tun, wenn wir die Horde davon abhalten wollen, das Steinkrallengebirge zu zerstören. Gestern Morgen habe ich einen Schwadron Jägerin auf eine Mission zur Scherwind-Klippe geschickt, damit sie Informationen über die Bewegungen der Horde im Steinkrallengebirge beschaffen. Nach Geheimdienstinformationen sind sie alle gefangen genommen worden, einschließlich der Schwadronsführerin, Jägerin Ilona. Geht nach Osten zur Scherwind-Klippe und tötet Infanteristen von Komgra, die die Klippe eingenommen haben. Nehmt ihnen die Schlüssel ab, mit dem man die Hortkäfige, in denen unsere Schwestern sitzen, öffnen kann. Tut euer Bestes, um Ilona zu finden, sobald die Jägerin befreit habt. Mögen euch die Sterne leiten. Ja, na klar. Lebt wohl. Mister Tiefe Stimme. Hier haben wir eine Gastwirtin, das ist schön. Ich würde sagen, wir machen das mal zu unserem Heimatort. Haben wir ewig nicht gemacht. Und wenn wir uns umsehen, können wir hier unser Gedöns auch mal loswerden. Aber das mache ich dann sonst noch in Ruhe. Ja, mache ich in Ruhe, mache ich nicht jetzt. Wir wollen ganz schnell weiter. Hier ist noch ein Quest, den wir annehmen können. Wer ist das? Hallo, wer bist du? Irgendein Alice ist das. Ach, wie süß. Ist das hier Alice im Wunderland? Hihi, die ist auch klein und blond. Herr Bouncer ist krank. Tante, kannst du ihm helfen? Du musst nur, Tante vor allem, du musst nur seinen Hut und seine Batterien finden, dann wird es ihm viel besser gehen. Ich würde sie ja selbst holen, aber ich kann Herrn Bouncer nicht alleine lassen. Sein Hut wurde von den fiesen Typen der Venture Co. drüben am Wasserrad gestohlen und seine Batterien sind irgendwo in der Scherwin-Klippe versteckt. Du musst nur sehr gründlich nach ihnen suchen. Würdest du freundlicherweise Herrn Bouncers Sachen zurückholen, damit er den Fieslingen in der Horde eine Lektion erteilen kann? Aber na klar, seid ihr da, Herr Bouncer? Okay, wer auch immer die Kleine ist und überhaupt. Werde ich mich jetzt mal hier drum kümmern. Ich soll was genau jetzt hier einsammeln? Batterien oder was? Nee, was? Das sind einfach irgendwelche Sachen von ihrem Zeug, ne? Irgendwas ist wahrscheinlich so ein kleiner Roboter oder so eine Art Kuscheltier mit Batterien oder so. Ja. Wo finde ich die Sachen? Seid gegrüßt. Mal hier schön. Mehrfachschuss. Ja. Ist er jetzt endlich mal tot? So, aber keiner lässt hier irgendwie was fallen, was ich bräuchte. Und hier sind wir wieder bei diesem Maschinendings, wo ich keinen Plan habe. Ja, schön.
Die lassen ja jetzt nichts fallen. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Leute. Meute. So. Feuermechanische, eismechanische Luft. Ja, ich soll... Hä? Ich soll die Sachen... Ich dachte aber, die lassen das irgendwie fallen und ich sammle jetzt einfach nur ein oder so. Aber wenn ich die hier töte, dann passiert ja gar nichts. So, ich kann von denen ja nichts looten oder so. Deswegen bin ich irgendwie verwirrt. Ja. Okay, ich kümmere mich mal mit einem Cut da drum und mal gucken, ob ich dann gleich schlauer bin. Bis gleich. Wieder zurück. Hier befreie ich hier nach und nach vom anderen Quest. Die Jägerin. Ich mache jetzt nochmal hier den letzten... den letzten Käfig auf. Dann kommen die raus. Müssten das nicht... Ja, das waren alles. Die Schwestern, die laufen mit uns mit. Und die Sache mit einfach Alice fragen. Zwei davon habe ich gefunden. Und zwar oben immer auf den Gebäuden. Also ich hätte nur wieder wie das andere Mal nach oben laufen müssen. Dann habe ich noch einen Quest gefunden. Und hier kann ich auch was abgeben. Hallo? Wir haben nicht viel Zeit, um mich hier rauszuholen. Müsst ihr Kriegswort Rockfrog ausschalten. Er hat den Schlüssel für dieses Gefängnis. Okay. Seid bereit, Alexiel. Der Kriegsfuß kommt. Tötet ihn. Nehmt seinen Schlüssel an euch. Benutzt diesen Schlüssel, um mich freizulassen. Wenn wir es hier herausschaffen, meldet das Folgende bei Lord... Brachweier in der Scherwenfeste. Die Horde hat ihre Pläne, die Scherwenfeste zu zerstören. Dank der Taten eines unserer Helden abgebrochen. Jetzt beabsichtigen sie, die Bombe zum Kriegsnarbental zu bringen und auf unsere Armeen abzuwerfen, die dort gegen die Horde kämpfen. Sie müssen aufgehalten werden. Aber natürlich werden wir das tun. Was führt euch hierher? Wo ist der Kriegsfort? Ich werde ihn töten und euch befreien. Da ist er. Und zack, ist er auch schon tot. So, da ist der Schlüssel. Wie darf ich helfen? Jetzt holen wir sie hier raus. Lebt wohl. Gut gemacht, Alexiel. Kehrt zur Scherwenfeste zurück und berichtet Lord Brachweil von den Plänen der Horde. Ich werde zur Aussicht von Tal'Dar reisen und unsere Soldaten warnen. Und da geht sie auch mit Schattenmimik schon weg. Gehen die anderen mit ihr mit? Oder nehme ich die mit? Ich glaube, ich nehme sie mit. Die folgen mir jedenfalls ganz brav hier. Wunderbar. So, und was hatte ich hier noch? Ich hatte noch einen Quest gefunden. Und zwar tötet Felskiefer und bringt Felskiefers riesigen Zahn an euch. Oder so. Ist es das hier? Nee. Nee, oder doch? Ach, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Überall gibt es hier was zu tun? Ja, doch, da oben. Hütet euch vor Felskiefer. Ja, das ist es. Auf Befehl der Leute, die nicht an einem Stück von einem richtig großen Fisch verschlungen werden wollen, ist der Zutritt zum Felskesselsee verboten. Jemand hat beschlossen, einen riesigen Zwerg fressenden Fisch im See anzusiedeln. Er wird dringend empfohlen, dem See fernzubleiben. Solltet ihr allerdings der heldenhafte Typ sein und noch ein paar Freunde haben, tut uns doch den Gefallen, tötet das verdammte Ding. Vielleicht kann ich den hier angeln, nicht wahr? Falls euch wirklich gelingen sollte, sucht mich in der Scherwenfeste für eine Belohnung auf. Das werden wir tun. Ich hoffe, den muss man nicht angeln, sondern kann man den einfach so töten. Wir versuchen es mal. Wir haben ja auch die Freunde. Da ist er doch. Der gute Fisch. Das ist zu weit entfernt. Nein, das ist nicht zu weit entfernt. Das kriegen wir hin. So, da liegt er schon. Das war's mit dem Riesenfisch. Hehehe. Wunderbar. Und jetzt geht's auch schon wieder zurück. Kann ich da überhaupt lang? Ich hoffe, ich kann da lang. Schwimmen. Einfach schwimmen. Kann ich auch schneller schwimmen? Schwimmt sie jetzt schneller? Die kleine Meerjungfrau? Ich hoffe, ich kann da um die Ecke oder so. Sonst habe ich ein Problem. Da ist doch aber irgendwas. Oder ist es da oben? Och, Manno. Immer verirre ich mich. Ah, das wird da oben sein, weil das ist ja von der Alice. Das ist natürlich jetzt blöd. Wenn ich Glück habe, kann ich da irgendwo hoch. Ach Mann, aber es ist alles voller Wände hier. Scheiße. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Und dann werde ich die letzten zwei Teile einsammeln für die Alice, die kleine Maus. Die ja anscheinend ihr mechanisches Vieh haben. Wie hieß er noch gleich? Herr Bouncer, genau. Der Bounce dann. Vielleicht kriegen wir eine schöne Belohnung dafür. Haben wir eigentlich irgendwas? Ich hatte noch irgendwie einen Ring angezogen vor kurzem und was weiß ich auch. Da ist er ja schon wieder, der blöde Fisch. Naja, wir sehen uns in diesem Part von World of Warcraft, Leute. Bis dann.